Das ist jetzt nicht die dankbarste Aufgabe, gerade für die Fußballer von Mainz 05. Gerade so knapp, so spät das Halbfinale verloren und schon wieder auf der Platte zum Spiel und Platz 3 gegen den FC Bayern München. Aber wir freuen uns natürlich, weil sich jetzt zwei ganz, ganz tolle Mannschaften nochmal von uns verabschieden werden. Wir werden jetzt 10 Minuten nochmal beide Teams genießen dürfen und glauben und hoffen auch, dass sie nochmal richtig Feuer reingeben werden. Und ja, so diese taktischen Zwänge, die wir jetzt im Halbfinale beobachten konnten, noch ein bisschen gelöst werden. Also wir hoffen nochmal auf tolle Auftritte von unter anderem Erkan Yivil, von Neveli, Papela oder auch auf Bayern-Seite Benedikt Hollerbach, Jan Herrmann natürlich. Wir sind gespannt. Hier schon die erste gute Lupe. Jan Herrmann jetzt da. Mainz haben den Torwart gewechselt. Hat auch ein Torwart geholt, der Nummer 1 an, deswegen für die Namenszuordnung gerade schwer. Probieren das gerade mal parallel vielleicht am Abschlussfoto zu erkennen. Auch für die Cup-Kommentatoren sind multitaskingfähig. Jetzt die erste Chance für den FC Bayern München. Und das 1:0. Torschütze der Spieler mit der Nummer 4, Julian Höllen. Für den FC Bayern München. So, das Rätsel ist schon gelöst. Tobias Edinger ist der Torwart. Und der Torschütze für Mainz 05 ist Erkan Yibil, der U16-Nationalspieler. Ja, mit dem Schuss und das war knapp. Es hat die Möglichkeit, noch ein bisschen Bilanz zu ziehen. Der neue Turnierleiter Christian Schbönemann darf, denke ich, ein positives Fazit ziehen, ausnahmslos positives. Ganz hohes sportliches Niveau, viele, viele Tore. Bis auf ein bisschen Zeitverzug klappt alles soweit reibungslos. Und der nächste Treffer für Mainz 05, 2:1. Kapitän Niklas Tauer hat das erledigt. Und der Hälfte der Spielzeit.
ja, blick mal ein bisschen zurück auf das Turnier der beiden Teams hier. Mainz 05 mit 2:3 gegen 1. FC Nürnberg verloren. Danach folgten 2 Siege gegen Wolfsburg und gegen Osnabrück. Gegen Hertha setzte man sich dann 4:3 nach dem Meterschießen durch gegen Borussia Dortmund. Gab es dann ein 2:0, verdientes 2:0. Das war schon eine kleine Überraschung und dann eben die Niederlage, die späte Niederlage gegen Hamburger SV, wo die Hamburger den Sieg nur erst 20 Sekunden vor Ende erzielen konnten. Bayern München furios, 3:0 gegen den Bullis, 7:3 gegen Köln. Heute Morgen dann ein 0:5 gegen Bayern München. Dann setzt man sich gegen Schalke 0:4 durch. Und dem setzt es dann eine 2:5 Niederlage gegen den SV Werder Bremen. Absolut überraschend, muss man dazu sagen, weil damit hatte man nicht wirklich gerechnet. Jan Herrmann, macht er noch ein Tor hier zum Abschied? Einer der Spieler, die richtig begeistert haben. In dem Turnier, da ist er nochmal am Ball. Spitzer Winkel. Über das Tor. Den Namen sollte man sich zumindest einmal merken. Jan Herrmann vom FC Bayern München. Vielleicht reiht er sich ein in die Spieler, die hier schon da waren. Ich sage nur Holger Badstuber, Emre Can, Mats Hummels, Thomas Müller, Sandro Wagner. Die alle für die Bayern hier aktiv gewesen in Lübeck und noch viele, viele mehr. Mainz 05 hat ja bisher nur einen eigentlich bekannten Cup-Spieler. Liegt daran, dass die Mainz erst 5-mal da waren und noch keine große Turnierhistorie haben. Christian Martinha war hier für Mainz 05. Nächste Chance für die Bayern. Wieder Jan Herrmann. Das ist Jonas Gehl. Sicherer Ball für Tobias Eidinger. Vor der Mainzer. 1:40 noch. In diesem Spiel und Platz 3. An den Pfosten gesetzt, dieser Ball. Bayern haben jetzt einen Feldspieler im Tor. Man will also auch hier sie nicht einfach so geschlagen geben. Man möchte diesen dritten Platz erreichen. Abschlussversuch! Jonas Gehl, knapp daneben. Gut von Edinger da nochmal gemacht. Tobi Edinger bekommt jetzt auch den Freistoß. Gute Leistung. Wir gehen in die letzte Minute, 1:5. Führt mit 2:1 und ist drauf und dran, den dritten Platz zu erreichen. Darf man ja mal nochmal zurückgelegt. Bayern jetzt mit 3-2. Gibt es noch den Last 6? Last-Minute-Treffer. Alle Spieler jetzt in der Hälfte der Mainzer. Nochmal quergelegt. Der Ball ist im Tor. Der Ziel Batzak. 2:2. 36 Sekunden vor Ende.
die Spannung gut auf die Saturn. Ja. Ich weiß nicht, ob die noch einen Meterschienen sehen wollen. Also, sehen wollen wahrscheinlich schon. Es geht so ein bisschen um die Zeit. Aber wir nehmen das natürlich gerne mit. Ein bisschen Drama noch. Kurz vorm Finale. Elf Sekunden noch zu spielen. Vieles sieht nach 9 Meter Schießen aus. Nochmal der Ball. Nach vorne gespielt. Über die Bande. Ball bis jetzt 1:05:07. Und natürlich angehalten. Und das war's. 2:2 im Spiel auf Platz 3. Wir gehen ins 9 Meter Schießen. Eine Sekunde noch auf der Uhr. Da wird nichts mehr passieren. Ja, der Abschluss rüber. 2:2. Meine Bayern gehen da sehr, sehr schnell. Wer schießen wird? Schiedsrichterteam. Mitgeteilt auf 1:05. Hat sich soweit entschieden. Die Schützen steht fest. Fliegt vor gegen Bayerns Keeper Lukas Schneller. Das ist der Nationalspieler Erkan İbilan. Und trifft in die Mitte, platziert der Ball. 3:2 für Mainz. Für mich einer der besten Spieler des Turniers jetzt am Ball, Jan Herrmann. Verschießt gegen Tobias Edinger im Tor der Mainzer. Also trifft jetzt Mehmet Yildiz, dann setzt er die Bayern durch unter Druck. Trifft 2:4. Das heißt, Angelo Stiller muss jetzt treffen, wenn Bayern noch eine Chance haben will. Auf den dritten Platz. Also Stiller gegen Edinger. Edinger siegt! Und Mainz 05 gewinnt Platz 3. Herzlichen Glückwunsch dazu, aber auch Bayern München für ein fantastisches Turnier. Jetzt gibt's Showprogramm, die Flying Devils. Viel, viel Spaß damit, das wird richtig groß. Ich melde mich pünktlich zur Zeremonie des Endspiels wieder, wenn es dann darum geht, wer gewinnt den Einzieher heute im Pokal. Der SV Werder Bremen oder der Hamburger SV, viel Spaß jetzt bei bester Frühling-Cup-Unterhaltung. Wir hören uns gleich in circa 15 Minuten wieder. Ciao.